So, hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung The Future Be Now, eine Reihe von Transmedia Storytelling Berlin. Und wir haben euch ja schon erzählt auf unserer Seite und auch auf UNIV.TV, dass wir gern in dieser Sendung immer wieder Gäste als Gesprächspartner einladen werden. Heute ist zu Gast bei mir Amos von den Soma Labs. Die Hallo. einen oder anderen werden ihn bestimmt schon kennen. Und meine liebe Kollegin Dorothea Martin kann heute leider im Hangout nicht dabei sein in dieser Sendung. Die wird dann versuchen, das nächste Mal wieder dabei zu sein. Aber genau, wir werden jetzt einfach mal hier vor Ort zu zweit das Thema Transmedia Storytelling etwas genauer beleuchten und haben uns dafür eines von Amos Projekten ausgesucht, nämlich Zeit der Helden, an dem Amos mitgewirkt hat. Das Ganze wurde produziert für Arte bzw. den SWR. Es war eine Co-Produktion. Und da kann Amos aber, denke ich mal, viel mehr zu sagen, als ich das jetzt zusammenfassen könnte. Bevor wir da jetzt aber direkt einsteigen, vielleicht ganz zu Anfang, Amos, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin jetzt live im Transmedia Studio. Genau, mein Name ist Amos. Ich bin Experte oder versiert in dem Bereich Transmedia Storytelling. Ich lege Mehrwert auf den Bereich Storytelling. Das heißt, ich bemühe mich ähnlich wie ihr das eben auch macht, darum, neue Inszenierungsformate zu finden in konvergenten Medienwelten. Und das ist eben das aktuelle Schlagwort Transmedia. Ich mache das mit den Soma Labs jetzt seit anderthalb Jahren, glaube ich, ungefähr. Und versuche eben gerade das gesamte Spektrum abzubilden, von Filmproduktion bis hin natürlich auch zu Marketingaufgaben. Und was hast du quasi im Vorfeld gemacht? Wie bist du dahin gekommen zu dem, was du jetzt machst? Ich habe irgendwann mal für die dunkle Seite der Macht gearbeitet. Ich komme aus der Werbebranche, bin also ein klassischer Marketing-Fuzzi, war früher mal Art Director, Agenturen, Kampagnen gemacht, sehr lange bei 4&People, dann im Feld des viralen Marketings irgendwie umgefuhrwerkt, und bin in der Zeit, und seitdem wir uns ja auch kennen, eben ganz stark mit Alternate Reality Games und eben neuen Inszenierungsformaten in Berührung gekommen, und das ist das, was ich jetzt auch weiter verfolge. Jetzt habe ich ja eingangs auch schon erwähnt, du hast jetzt an dieser Co-Produktion für Arte und den SWR mitgewirkt. Kannst du uns da so ein bisschen erzählen, wie ist es dazu gekommen? Was waren auch so die ersten Schritte vielleicht? So wie es bei vielen Formaten ist, steckt da eine Filmproduktionsfirma dahinter. Und das ist Zero One Film. Da gibt es den Produzenten, der ein sehr kreativer und gewitzter Kopf ist. Das ist der Volker Heise. Das ist ein Mensch, der in modernen Formaten denken kann, von dem ist 24 Stunden Berlin. Und die haben sich überlegt, wie sie quasi dieses Thema 24 Stunden live noch weiter ausweiten können. Und da ist bei denen im Haus erstmal die Idee entstanden, quasi eine TV-Serie, also eine Fiktion in Echtzeit zu erzählen. Also statt 24 Stunden jetzt zu sagen, aber 5 Tage, 24 Stunden einfach Geschehnisse, die sich aufaddieren. Das findet natürlich eben nicht im Fernsehen statt, sondern muss man andere Medien bestielen. Und an dem Punkt sind wir quasi ins Gespräch gekommen, weil ich dann gesagt habe, okay, das nennt sich Transmedia Storytelling. Ich habe also da das Skript gelesen für die TV-Serie, und da sind schon die ersten Ideen eben entstanden, gemeinsam mit der Agentur, die sich für den Webauftritt verantwortet. Das ist die Agentur für kranke Medien. Mit denen, da gab es erst so die Idee, sowas wie ein Alternate Reality Game zu machen. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, das würde wahrscheinlich für den Massenmarkt gar nicht so funktionieren. Aber die Geschichte hat so viel Tiefe, dass wir eben versuchen können, die auch zusätzlich noch so zu inszenieren. Wir haben jetzt auch direkt mal einen kleinen Einspieler vorbereitet, in der Hoffnung, dass unser Google Hangout das übertragen kann. Fünf Erwachsene, 5 Tage, eine Krise.
Am Montag ist die Welt bei der Familie Brunner und ihren Freunden noch in Ordnung. Was ist da hinten? Am Freitag steht kein Stein mehr auf dem anderen. In der neunteiligen Fernsehserie Zeit der Helden von SWR und Arte wird der Zuschauer Zeuge, wie die Midlife-Krise immer höhere Wellen schlägt. Eine Woche lang in Echtzeit. Wie kann man eine Miniserie zum Thema Midlife-Krise spannend und zeitgemäß inszenieren? Wir erzählen transmedial, rund um die Uhr und auf allen Kanälen. Auch wenn die Helden gerade nicht im Fernsehen zu sehen sind, die Krise hat keine Sendepause. Und auf der Webseite zeitderhelden.de geht es weiter. Es gibt noch viel mehr zu entdecken. Während die Krise im Fernsehen ihren Lauf nimmt, können die Zuschauer parallel im Web zu Spurensuchern werden. Helft den Helden, sich zu erinnern. Und bringt Licht in ihre Vergangenheit. An die Handlung der Serie gekoppelt, tauchen auf der Webseite Gegenstände auf, hinter denen sich verdrängte Erinnerungen der fünf Helden verbergen. Mit jeder Entdeckung kommen die Helden der Serie der Chance näher, der Krise zu entrinnen. Der schnellste Spurensucher kann seinen Fund für sich beanspruchen und in den sozialen Netzwerken teilen. Die Kombination aus Echtzeiterlebnis und transmedialer Spurensuche zieht die Zuschauer in ihren Bann. Auf Facebook, Twitter und in Blogs wird das innovative Format begeistert angenommen. Auch die Presse zeigt sich beeindruckt. Die Kritiker loben das geglückte Erzählexperiment. Sucht in allen Erinnerungen nach fünf Symbolen. Sie geben euch die Worte für den letzten Lösungssatzpreis, den ihr hier eingeben müsst. Der Tag des Serienfinales fordert die Spurensucher noch einmal heraus. Gemeinsam müssen sie sich einer letzten Mission stellen. In Stuttgart treffen sich eingeladene Fans zum 40-plus-Sofa-Finale und können live erleben, wie die Krise unserer Helden überwunden wird. Fünf Tage. Über 80.000 begeisterte Spurensucher. Das Medienexperiment ist geglückt. So, wir hoffen jetzt natürlich, dass ihr auch diesen Film sehen konntet. Ansonsten werden wir den Link später auch noch in der Zusammenfassung noch einmal posten, sodass ihr euch das auch noch anschauen könnt. In diesem Video haben wir jetzt gerade gesehen, über 80.000 Teilnehmer haben daran mitgewirkt und eine der Hauptaussagen vom Konzeptionsteam bzw. auch in diesem Trailer war ja, nur wer seine Geschichte kennt, kann seine Gegenwart meistern, was auch so ein bisschen der Aufhänger des Ganzen war. Und das ist eigentlich auch schon eine sehr schöne Überleitung, nämlich ein solches Projekt, können wir uns alle sehr gut vorstellen, ist sehr komplex. Wie ist denn da die Zusammenarbeit im Team gewesen? Wer war dort alles mit im Team? Wer war verantwortlich für bestimmte Dinge? Kannst du uns da vielleicht so ein bisschen Einblicke geben? Ja, ich hole nochmal ein bisschen aus, weil ich jetzt für die Leute, die den Clip vielleicht nicht gesehen haben, also es sind zwei Aspekte, die wir inszeniert haben. Das eine ist den Echtzeitcharakter der TV-Serie. Abzubilden, eben in einer Art Second Screen Experience. Mhm. Und das zweite ist, eine Art Metaebene inszenieren. Also das heißt, ich kann den Protagonisten der Serie, die Handlung schreitet voran, ich kann eigentlich den Protagonisten in die Köpfe hineinschauen und dort verdrängte Erinnerungen aus der Vergangenheit ausgraben. Mhm. Also ich muss keinen Schatz finden, sondern ich muss Erinnerungen finden, die unterschiedlich inszeniert sind. Ja. Das ist natürlich komplex, das erstmal mit einer Filmproduktionsfirma auszubaldowern. Wobei eben das Glück war, dass Zero One einfach eine sehr progressive Firma sind. Mhm. Und die Sender, muss ich einfach sagen, sehr mutig damit mitgegangen sind. Das heißt, schon in der Produktionsphase, in der Vorproduktionsphase, saßen eigentlich alle permanent an einem Tisch. Also es ist einfach so, dass wir natürlich ein Skript geschrieben haben, in enger Anlehnung an das, was der Regisseur eben auch
da inszeniert hat. Wir haben viele Inhalte direkt beim Dreh auch schon quasi mitgenommen. Mhm. Klar, das Format hat sich ständig verändert in diesem gemeinsamen Prozess. Also man kann sich das wirklich wie einen fortwährenden Prozess vorstellen, der irgendwann eine Deadline hatte, weil man es dann auch fertig programmieren muss. Ja. Aber das ist eben, also es war eine sehr befruchtende Arbeit. Mhm. Der Sender hat eine bessere Vorstellung von dem, was funktioniert, wo vielleicht jemand, der nur Transmedia macht, ich sag mal, vielleicht ein bisschen zu verkopft ist. Okay, ja. Das hilft dann auch, ein Format größer zu machen. Ja, die wissen, was wo ankommt und was auf ihren Seiten gut ankommt. Und klar, wir als Transmedia-Leute versuchen natürlich so einen innovativen Push reinzugeben und das ist eine gute Situation dabei. Okay. Das heißt, es war wirklich ein permanentes gemeinsames Entwickeln. Ja. Okay, das klingt schon mal sehr gut. Jetzt ist die Frage, du hast es gerade auch selber angesprochen, die Leute vom Fernsehen haben natürlich schon ganz andere Einblicke darin, was im Fernsehen funktioniert. Würdest du sagen, auch anhand dieses Projektes, dass wir heutzutage anders Fernsehen? Wie sehen das die Leute vom Fernsehen? Und du hast ja selber auch gesagt, teilweise sind wir aus der Transmedia Storytelling Branche vielleicht etwas verkopft, aber wie wirkt sich das aus? Also haben sich unsere Gewohnheiten tatsächlich so stark verändert in Zeiten von Social TV, wenn man sozusagen auch diesen Begriff aufgreifen möchte? Ja, also ja, das merkt ja jeder an sich selbst inzwischen. Also selbst wenn ich einen Film gucke, bin ich mit einem halben Auge, mit einem Tablet auf dem Schoß, das merken die TV-Sender. Mhm. Die TV-Sender merken aber auch, dass da draußen gesprochen wird, im Augenblick natürlich über die großen Formate, also über den Tatort, über Wetten, dass, über einige Sachen mal schlechter, mal besser. Ja. Und die TV-Sender wissen, dass das A, eine Abwanderung ist der Aufmerksamkeit, die man irgendwo wieder aufnehmen muss. Mhm. Und deshalb, da wird TV wird eher von Trimedial gesprochen oder von Second Screen. Aber das Bewusstsein ist, glaube ich, da, dass die Formate sich ändern müssen. Mhm. Das ist natürlich auch klar, dass der deutsche Durchschnitts-TV-Zuschauer um die 60 aufwärts ist. Mhm. Dass wir die nicht alle mit total innovativen digitalen Formaten begeistern können. Aber die Leute wachsen nach. Also ich glaube, es setzt gerade wirklich eine extreme Veränderung in der Medienlandschaft ein und Transmedia ist eine mögliche Antwort. Ja, und dann wäre noch die Frage, siehst du darin jetzt tatsächlich auch ein großes Stück Zukunft? Also sprich, werden wir in Zukunft mehr solcher Serien, solcher Formate sehen? Und was wünschst du dir an Projekten für die Zukunft? Ich glaube, wir werden im Augenblick noch mehr Medienexperimente sehen. Ja. Aber es werden erstmal nur Experimente bleiben. Okay. Es macht keinen Sinn, jetzt alles transmedial zu machen, wenn die Qualität der Sendung allgemein sich nicht bessert. Mhm. Deshalb wird das erstmal eine Weile auf diesem Niveau bleiben. Ich wünsche mir mehr Experimente, natürlich, aber ich wünsche mir eigentlich auch mal das eine große Format, das, was den Massenmarkt eigentlich irgendwie wirklich mal reizt. Ja. Ja. Das wird eher über das Schlagwort Social TV kommen und Inszenierungsaspekte haben und für die Involvierteren eben auch transmediale Inhalte drin haben. Und ich wünsche mir, glaube ich, auch, dass es mal genau ein großer Stoff ist. Ich sage jetzt mal eine Liebesgeschichte. Ja, nicht der typische deutsche Nazi-Film oder sonst irgendwas. Also Miniserien haben sehr große Zukunft und die lassen sich sehr gut transmedial inszenieren. Mhm. Aber ich glaube erstmal um einen neue Geschichten. Hast du da, da wir gerade das Zeichen bekommen haben, ja, dass wir in den letzten zwei Minuten sind, hast du da so ein Beispiel vielleicht so über den Teich geschaut? Gibt es da ein Beispiel, was so dein Favorite ist, wo man sagen kann, in diese Richtung geht es? Oder? Mein Internet ist gedrosselt, weil ich nur eine LTE-Leitung habe. Ich kann gar nicht so viel über den Teich gucken, aber also ganz tolles TV-Format, was ich gesehen habe, war Black Mirror von BBC. Ja. Kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist überhaupt nicht transmedial inszeniert. Nur wenn du sowas im Fernsehen sendest, hast du auf jeden Fall die Chance, das zusätzlich anzureichern, also einen Erzählkosmos draus zu machen, wo Leute auch wirklich drüber reden. Sowas brauchen wir. Das sind neue fiktive Stoffe und die müssen erstmal gemacht werden. Mhm. Das stimmt, ja. Wir haben eine Frage aus dem Publikum. Ja.
Eine Frage von Doro aus dem Publikum. Der Einspieler funktionierte die Spurensuche bei. Wie funktionierte die Spurensuche bei Zeit der Helden? Genau, das ist eine sehr gute Frage. Ja, also diese Erinnerungen waren, es gab auf der Webseite Charakterprofile, wie man das so kennt, die Helden. Und ich klicke auf die Figuren und kann dann immer weiter quasi eintauchen. Das heißt, da sind Artefakte, die im Fernsehen zu sehen waren. Also ich musste quasi live im Fernsehen gucken, wenn da irgendwo eine Kaffeetasse aufgetaucht ist. Ja. Dann ist die, wenn die eine Bedeutung hatte, auch auf dieser Webseite hinter dem Figurenprofil zu finden gewesen. Ja. Also ich muss schon richtig aufpassen. Und dann klicke ich auf die Kaffeetasse und dann quasi entfessle ich eine Erinnerung aus der Vergangenheit. Das ist manchmal so gewesen, dass hinter der Erinnerung noch eine war und noch eine. Okay, ja. Das ist also unterschiedlich gestaffelt. Aber die Sachen waren halt schon sehr genau verknüpft. Okay, also das heißt, das war jetzt, du sagst selber, für sehr aufmerksame Zuschauer und für die, die jetzt einfach nur die Sendung genießen wollten, war es natürlich auch möglich. Also das heißt, es gab schon diese beiden Ebenen. Genau, ich kann auch später auf die Website gehen und dann hat jemand das bereits freigeschaltet. Mhm. Dann kann ich mir das entweder selber nochmal durchspielen oder ich kann mir das einfach anschauen, was da jemand quasi schon entdeckt hat. Also da ist eigentlich für jeden so ein Wolf mit Grat, so für jede Motivation was vorhanden gewesen. Okay, super. Wir haben auch zu der Spurensuche ein Video gefunden, das wir euch jetzt leider nicht mehr in der Sendung zeigen können, aber was in den Anmerkungen wir mit aufführen werden, sodass ihr euch das von dort aus gerne anschauen könnt. Ich denke, wir sind damit am Ende unserer Sendung angekommen. Vielen, vielen Dank, dass du mit uns diesen Auftakt gemacht hast, Amos. Ich fand es sehr spannend. Es war ein sehr schöner Einblick in Zeit der Helden. Und wir hoffen natürlich, dass es in Zukunft noch mehr solcher großartigen Projekte gibt. Ich auch. Also vielen Dank dafür. Ich danke für die Einladung. Sehr gerne. Und dann möchte ich an dieser Stelle nur noch kurz darauf hinweisen, ich spreche jetzt wieder die Kamera, an dieser Stelle nur noch kurz darauf hinweisen, dass wir am 25.06. unsere zweite Sendung haben, dann hoffentlich auch wieder um 12.15 Uhr. Und als Gast darf ich auch schon verraten, werden wir zwei Interviewpartner haben, aus dem Projekt transmediastory.net. Wer noch nicht davon, wer das noch nicht kennt bisher, der darf gerne mal im Internet ein bisschen auf die Suche gehen. Aber eine Ankündigung zur Sendung von uns wird auch noch folgen. Vielen Dank. Das war die heutige Sendung The Future Be Now von Transmedia Storytelling Berlin. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Tschüss.